Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht's um Ungeziefer. Kennst du das auch, dass du belästigt wirst von lästigen Stechmücken oder Schweißfliegen im Sommer, die sich auf dein Essen setzen, oder Wespen, die unbedingt was von deinem Essen abhaben wollen? Oder eine Ameisenstraße, die quer durch dein Haus geht? Da gibt's ein ganz tolles Öl, was da Abhilfe schafft, und zwar Teebaumöl. Das ist nur ganz wichtig, dass man auf die Qualität achtet, weil synthetisches Teebaumöl kann eher schädlich sein, auch für Tiere. Und ich nutze es eben auch ganz viel bei meinen Tieren. Gerade bei meinen Ponys, die werden im Sommer extrem attackiert von lästigen Mücken, Stechmücken, Bremsen, die ganze Zeit auf denen rumsitzen und sie ärgern. Und deswegen habe ich da eine ganz tolle Mischung gemacht. Ich nehme mir da einfach immer so eine Sprühflasche, tue da Wasser rein, ein bisschen Öl, Mandelöl und dann ein, zwei Tropfen Teebaumöl und sprühe das bei denen auf den Schweif, Schwanzansatz, Schweifansatz und in die Mähne und auch in den Stall. Einfach hier so eine ganz normale Sprühflasche nehmen und so eine Mischung machen. Man kann es hier auch dann im Stall einfach in die Luft sprühen. Da kann man auch einfach nur ein bisschen Wasser nehmen, einen Tropfen Teebaumöl und einfach so ein bisschen in die Luft sprühen. Und dann bleibt der Stall einfach frei von Ungeziefer und von lästigen Fliegen. Weil gerade im Sommer, wenn es arg heiß ist und die Sonne runterbrezelt, suchen die immer hier Schutz eigentlich im Stall und halten hier ihr Schläfchen. Und da ist es natürlich super nervig, wenn sie dann ständig von Fliegen attackiert werden und gar nicht zur Ruhe kommen. Und da habe ich halt die Erfahrung gemacht, wenn man das dann hier so verteilt, dass dann einfach die Fliegen wegbleiben. Und das ist dann echt eine super Erleichterung. Du kannst es aber natürlich auch für dich benutzen. Es wirkt nämlich auch sehr stärkend. Also wenn du das Gefühl hast, du bist absolut nicht geerdet, dann kannst du es dir auf die Fußsohlen auftragen und es bringt dir dann wirklich so einen starken Schutz, eine starke Erdverbundenheit. Das erdet dich wieder und lässt dich kraftvoll in den Tag starten. Also ich nutze es ganz viel für die Tiere, aber auch bei mir zu Hause, da kommt es auch in den Diffuser, auch wenn gerade die Schnaken wieder nerven oder die Ameisen meinen, sie müssten jetzt irgendwie ihren Weg durchs Haus sich bahnen. Dann mache ich es einfach in den Diffuser und gebe es in die Raumluft. Und das vertreibt dann die Insekten. Oder ich mache auch so ein, zwei Tropfen auf die Türschwelle, dass die Ameisen erst gar nicht reinkommen. Das hilft wirklich ganz gut. Ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren und probiere Teebaumöl mal aus. Aber es ist wirklich ganz wichtig, dass es kein synthetisches ist. Da können sogar Katzen dran sterben. Also es muss wirklich 100% naturrein sein. Deswegen bitte auf die Qualität achten und nicht irgendein billiges Teebaumöl kaufen. Wenn du es mal riechen möchtest, schreib mich an. Ich schicke dir gerne eine duftende Post. Und ich würde mich natürlich total freuen, von dir zu hören, was du damit machst, was du für Erfahrungen gesammelt hast. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ciao.